Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich! Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm: Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Schiff waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Matthäus 14, 30 bis 33. Plötzlich beginnt Petrus zu zweifeln. Sein Blick wendet sich weg vom Herrn und bleibt an den Umständen hängen. Er sieht den starken Wind, der ihm um die Ohren pfeift, und bekommt es mit der Angst zu tun. In diesem Moment verliert er seinen festen Halt und fängt langsam an unterzugehen. Auf das Wort des Herrn hin war er aus dem Boot ausgestiegen, doch jetzt verlor er das Bewusstsein der Gegenwart des Herrn, und das ist immer verhängnisvoll. Wenn wir den Herrn aus den Augen verlieren und die Probleme und Nöte plötzlich wie Berge vor uns stehen, zieht uns das den Boden unter den Füßen weg und wir beginnen im Glauben einzuknicken. Deshalb werden wir im Hebräerbrief dazu aufgefordert, von allem wegzuschauen und unsere Augen allein auf den Anfänger und Vollender des Glaubens zu richten. Hebräer 12, Vers 2. Wir stehen durch den Glauben, 2. Korinther 1, 24, und es ist die Macht Gottes, die uns durch Glauben bewahrt. 1. Petrus 1, Vers 5. Wenn wir einmal in der Gefahr stehen, durch Zweifel einzuknicken, kann der Herr uns aufrechthalten. Römer 14, Vers 4. C.H. McIntosh hat zu dem Zustand des Wassers treffend gesagt: Der Glaube kann sowohl auf rauen Gewässern als auch auf ruhigem Wasser gehen. Der natürliche Mensch kann keins von beiden. Die Frage ist nicht, in welchem Zustand sich das Wasser befindet, sondern in welchem Herzenszustand wir sind. Die Umstände haben nichts mit dem Glauben zu tun, außer dass, je schwieriger sie sind, die Kraft des Glaubens zunimmt und umso heller hervorstrahlt. Der Glaube erhebt das Herz über die Winde und Wellen dieser rauen Welt und erhält es in vollkommenen Frieden. Gute Umstände sind keine Sicherheit für uns. Wahre Sicherheit kann nur der Herr geben. Er hat die Welt überwunden und wir überwinden die Welt durch den Glauben an ihn. 1. Johannes 5, Vers 4. Der Sohn Gottes, der Petrus befähigt hat, auf dem Wasser zu gehen und auch heute noch himmelhoch über den Umständen steht, ist der Gegenstand unseres Glaubens und das Ziel, auf das wir zusteuern. In Jesaja 46, 4 steht: Bis in euren Greisenalter bin ich derselbe, und bis zu eurem grauen Haar werde ich euch tragen. Ich habe es getan, und ich werde heben, und ich werde tragen und erretten. Petrus wird von der Verzweiflung gepackt und schreit: Herr, rette mich! Augenblicklich ist die mächtige Hand Jesu da, die ihn ergreift und aus den Wassermassen herauszieht. Jesaja schreibt treffend, in Jesaja 59, Vers 1: Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören. Petrus versagt, aber der Herr versagt niemals. Seine herablassende Gnade ist immer da, wenn wir zu ihm rufen. Der Psalmist sagt: Wenn ich sage, mein Fuß wankt, so unterstütze mich deine Güte, Herr. Psalm 94, Vers 18. Auch David hat das erlebt und in einem Lied aufgeschrieben.
Er streckte seine Hand aus von der Höhe, er nahm mich, er zog mich aus großen Wassern. Psalm 18, Vers 16. Gott wird uns zur rechten Zeit erhöhen, wenn wir uns in der Not vor ihm demütigen, indem wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen, denn ihm liegt an uns. 1. Petrus 5, 6 und 7. Dann hört Petrus wieder die Stimme seines Meisters, der zu ihm sagt: Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Warum bezeichnet Jesus seinen Jünger hier als kleingläubig? Weil Petrus seinen Blick von ihm abwendet und sich von den Umständen Furcht einflößen lässt. Der Herr erwartet also von ihm, dass Petrus sich trotz der Tatsache, dass er mitten in der Nacht bei tobendem Wind und peitschenden Wellen auf dem Wasser geht, von den Umständen nicht umwerfen lässt, sondern seinen Blick mit festem Vertrauen allein auf ihn gerichtet hält. Das möchte Gott auch von uns. Egal, ob wir durch Höhen oder Tiefen gehen, wir sollen Gott in allen Lebensumständen erkennen und darauf vertrauen, dass er gute Absichten mit uns hat. Gerade wenn uns Enttäuschungen begegnen, stehen wir in der Gefahr, den Herrn aus den Augen zu verlieren. Dabei möchte er uns besonders durch Probleme und Prüfungen näher zu sich ziehen, so wie Petrus über die Wellen dem Herrn immer näher kam. Jim Elliot hat in seinem Dienst in Südamerika teilweise niederschmetternde Enttäuschungen erlebt. Folgende Geschichte zeigt, wie er damit umgegangen ist und ist sicherlich auch eine Ansprache an uns. Im Mai ging Jim nach Quito, um an einer Tagung der Studentischen Missionsvereinigung teilzunehmen und sich mit mir zu treffen. Wir verlebten zwei glückliche Wochen, kauften Sachen ein für den Bauten in Shandia und besuchten Freunde. Dann fuhren wir gemeinsam zu der Missionsstation westlich der Anden, wo ich meine Arbeitsstätte hatte. Von dort musste Jim zunächst nach Quito zurück. Über diese Fahrt, die er in einem altersschwachen Lastwagen mit Bananen machte, schrieb er mir in seinem nächsten Brief: Von allen Touren, die ich je gemacht habe, war das die schwierigste und im Vergleich zu ihrer Dauer mit Abstand die teuerste. Kurz nachdem wir aus dem Ort herauskamen, war in der Benzinpumpe lauter Wasser. Nach etwa 100 Kilometern hatten wir einen Plattfuß. Bis die Sache repariert war, war es 3 Uhr. Von dort nach Chiriboga hinauf krochen wir mit einem Durchschnittstempo von 7 Kilometern. Um 9 Uhr abends kamen wir an der Schranke an, aber der Wächter weigerte sich, uns durchzulassen. Nach einem reichlich unbequemen Schlaf im Führerhaus des Wagens konnte ich ihn schließlich um 5 Uhr morgens bereden, die Schranke aufzumachen. Der Fahrer ermunterte mich dann, einen anderen Lastwagen zu nehmen. Er sei nicht sicher, ob er mit seinem überhaupt bis Quito kommen werde. Als ich meinen Koffer nehmen wollte, stellte sich heraus, dass er gestohlen war. Während unserer langen Schneckenfahrt nach Chiriboga hinauf war nämlich der Transportbegleiter ins Führerhaus gekommen, weil es regnete. Danach war wahrscheinlich irgendjemand hinten aufgesprungen und hatte meinen Handkoffer samt dem Gepäck von anderen Mitfahrern heruntergeworfen, während wir alle ahnungslos vorne aufeinander hockten. Schau dich um nach einer grünen Ölhaut, eine 70-Dollar-Kamera, Lichtmesser, Mundharmonika, meine sämtlichen Farbdias, Schuhen, Nylonhemden, wollenden Arbeitshosen. Und sage allen Senoritas in San Miguel, dass sie ihre Briefe neu schreiben müssen und sie jemand mitgeben, der zuverlässiger ist als ich. Der Herr hat mir durch den Verlust einen Gewinn geschenkt. Er hat mich daran erinnert,
dankbar zu sein für die vielen Güter, die ich besessen habe. Ich glaube, er hat mir das geschickt, um mich dahin zu bringen, dass ich immer weniger auf materielle Dinge schaue, auch wenn es gute, legitime Dinge sind, und mein Herz entschiedener an ihn hänge. Wer ihn hat, hat alles. Mehr kann man sich nicht wünschen. Zurück zu Petrus. Es ist leicht, ihn von unseren Booten aus zu kritisieren oder ihn altklug hinterherzurufen. Du musst einfach nur auf den Herrn schauen, dann gehst du nicht unter. Doch du kannst dir ja mal die Frage stellen, hättest du bei deinem ersten Gang auf dem Wasser, bei starkem Wind und Wellen ununterbrochen vertrauensvoll auf den Herrn geschaut, ohne deinen Blick auf die tobenden Naturgewalten abschweifen zu lassen? Hättest du dich überhaupt aus dem Boot gewagt? Die Umstände ändern sich. Der Wind und die Wellen kommen und gehen. Doch Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 8. Wenn er uns zuruft, komm, und uns dadurch dazu ermutigt, einen Glaubensschritt zu tun, dann wird er uns auch sicher ans Ziel bringen. Die auf ihn hoffen, werden nicht beschämt werden. Charles H. McIntosh sagt, der Glaube erhebt das Herz über die Winde und Wellen dieser rauen Welt und erhält es in vollkommenen Frieden. Der Herr segne euch reichlich.